Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zum dritten Tag in meiner Mario Odyssey Woche. Und zwar haben wir meiner Meinung nach ein richtig spannendes Thema heute, was mir richtig gefällt und wo ich richtig Lust habe, das jetzt aufzunehmen. Und zwar die Top 5 Königreiche in Mario Odyssey. Ja, Leute, ich habe mir überlegt, ich verlose ja Mario Odyssey das Spiel richtig. Am 27.10. löse ich es auf. Ihr müsst dafür Abonnent sein und einen Kommentar schreiben. Und ich habe mir überlegt, ich verlose noch ein zweites. Somit verdoppelt das eure Chance. Deswegen einfach Abonnent sein und einen Kommentar schreiben. Am 27.10. verlose ich das Ganze, löse die ganze Geschichte auf. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit den Top 5 Königreichen. Auf Platz 5 haben wir ein Königreich, was schon sehr früh gesehen haben, sogar schon im Trailer, wo wir die Switch das erste Mal gesehen haben, und zwar das Sandkönigreich. Ja, Leute, und da gefällt mir ganz besonders Toast Arena, diese kleinen Mexikaner angehauchten Bewohner, aber auch diese kreative Idee, dass es kalt ist, aber es dennoch eine Wüste ist, was richtig kreativ ist. Dazu freue ich mich richtig extrem auf dieses Jaxi, wie es auch immer genannt wird, dieser Löwe, auf dem man reiten kann für 30 Münzen, womit man dann wieder andere Monde kriegen kann und auch über diese Säure schreiten kann. Außerdem gefällt mir dieser Gedanke einfach, dass man so eine umgekehrte Pyramide hat, wo man von unten, also von Toast Arena, von diesem Platz aus einfach hochklettern muss mit verschiedenen kleinen Jump-and-Run-Puzzles und oben muss man einen Boss bekämpfen. Und allgemein, diese Wüste ist sowas von weitreichend, so groß, dass ich mich einfach extrem freue, sie zu erkunden. Auf Platz 4 habe ich das Seaside Kingdom. Ja, das wurde ja ein bisschen später erst released, beziehungsweise uns gezeigt von Nintendo, und das ist wirklich richtig geil, weil man da die Mario Sunshine-Gefühle wieder kriegt. Mario Sunshine ist eines meiner Lieblings-Mario-Teile und man kann sich dort in diese kleinen Tentakeln reinversetzen, beziehungsweise man kann sie kapern, kann damit fliegen, wie mit dem Dreck weg, kann damit Dreck entfernen von Oberflächen, was auch richtig cool ist. Und außerdem der Boss in dem Seaside Kingdom, diese große Riesententakel, den man über die ganze Map dann bekämpft. Finde ich richtig geil, dass man Bosskampf hat über die ganze Map. Und dazu einfach das Gefühl von Mario. Er läuft in Badehose am Strand mit diesem Hund. Wir haben es schon gesehen. Und er läuft einfach da rum. Man sieht seine Nippel das erste Mal, Leute. Da freue ich mich drauf. Und außerdem gibt es auch diesen Dino, den wir aus diesem Tropical Kingdom einmal gesehen haben. Den gibt es dort auch. Das hat man schon gesehen in einem Gameplay-Video. Und da freue ich mich extrem drauf, oben von der großen Plattform einfach runter zu fliegen, zu gleiten mit diesem Dino. Einfach geil. Das Seaside Kingdom. Auf Platz 3 habe ich das Luncheon Kingdom. Auch eines der ersten Königreiche. Und auch auf der E3 haben wir davon eine ganze Gameplay-Stange gesehen letztendlich, was es da ist. Und zwar dieser ganze Polygon-Look, dieses ganze glatte, aber auch zeitlose, dieses Gefühl von dieser Grafik sieht einfach richtig geil aus, muss man dazu sagen. Der Boss aus diesem Königreich ist auch cool, dieser Vogel, und allgemein, dass es so hell ist und gar nicht so dunkel jetzt auf einen wirkt, das finde ich richtig cool, dass man so ein helles Feeling hat da. Dazu noch die Lavakugel, in die man sich verwandeln kann und damit richtig geile Rätsel lösen kann, beziehungsweise Jump-and-Run-Puzzles machen muss mit den Tomaten. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Denn natürlich, vor meinem gestrigen Video, ihr wisst alle, mit diesem Stück Fleisch, in das man sich verwandeln kann, und dann kommt der Vogel, nimmt einen mit, und der Bosskampf oben auf dem Top von Mount Velbono sieht einfach richtig cool aus und einfach ein Königreich, was mit Essen zu tun hat. Also ich freue mich drauf. So, jetzt geht's langsam ins Eingemachte, und zwar Platz 2 von meinen Lieblingswelten, Lieblingskönigreich, auf die ich mich freue, ist das Metro Kingdom beziehungsweise New Donk City. Ich freue mich, diese Welt zu erkunden. Das war ja wirklich das allererste, was wir gesehen haben, wie Mario aus dem Gully im Metro Kingdom gesprungen ist. Und da muss man sagen, da haben die echten Menschen erstmal ein bisschen irritiert, auf die ich mich jetzt aber freue. Man kann sie auch kapern, man kann auf ihn rumspringen und man kann sich sogar in ein Taxi verwandeln, beziehungsweise ein Taxi übernehmen, was richtig cool aussieht. Dazu noch das Rollerfahren, wo ich mich drauf freue. Und natürlich, die Stadt ist einfach ein Schmuckstück, wenn es um Easter Eggs geht. Das ist ja voll mit Easter Eggs gestopft, von Donkey Kong bis zu Pauline, bis zu Mario Paint Outfit, was wir dort auch gesehen haben. Mario Maker, alles haben wir da gesehen. Und ich freue mich einfach auf die ganzen Easter Eggs und allgemein auf das Gameplay in der Stadt, weil man kann auf jedes Gebäude raufspringen, wie es aussieht. Man hat auch keinen Sturzschaden mehr. Und dazu noch diese ganze Anspielung mit Donkey Kong. Und eventuell hat man ja sogar das Aufeinandertreffen von Donkey Kong und Mario wieder in dieser 2D-Passage, die wir einmal gesehen haben. Und wenn das so ist, Leute, dann drehe ich durch und ihr seht es live, nämlich im Stream. Weil, wie gesagt, ich werde Mario Odyssey am Freitag direkt durchstreamen. Mindestens 15 Stunden am Tag, Leute. Ich werde komplett ausrasten. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu Platz 1. Auf Platz 1 habe ich ein Königreich, was ihr vielleicht gar nicht vermutet, und zwar das Wooden Kingdom. Ja, warum Wooden Kingdom? Ich finde das einfach richtig geil, dieses grüne Feeling. Ich mag allgemein in Spielen oft so grüne Landschaften. Deswegen ist eigentlich das Cascade Königreich auch ziemlich geil. Aber wie es scheint, ist es richtig klein, weil man muss nur 5 Monde einsammeln, um ins nächste zu kommen. Und ich glaube, das wird eher so ein kleines Mini-Tutorial-Gebiet sein. Und das Wooden Kingdom ist halt ein riesen Königreich, wo man 18 Monde einsammeln muss, um ins nächste zu kommen. Deswegen denke ich, dass es dort auch 70 bis 80 Monde geben wird und es wird ein Riesengebiet sein. Wir kennen ja schon viel. Zum Beispiel die Pflanzenmänner, die man kapern kann, und dann kann man sozusagen höhere Ebenen erreichen, höhere Plattformen, und damit die Rätsel, die damit verbunden sind, sehen ziemlich spannend aus, und auch die Piranha-Pflanzen, beziehungsweise auch die große Piranha-Pflanze, die dort auch einen Auftritt hat. Plus dazu kommt natürlich noch der Untergrund, wo auch der T-Rex irgendwie schlummert, wo man auch tauchen kann, hat man gesehen, und auch in der Luft laufen kann, wo so ein Secret-Weg sich irgendwie öffnet mit Blumen und Blättern, und es sieht einfach richtig cool aus. Ich mag dieses grüne Feeling und ich freue mich richtig aufs Wooden Kingdom. Bis jetzt am meisten eigentlich, deswegen ist das bei mir auf Platz 1. Natürlich, Leute, das Mushroom Kingdom und das Isla Delfino Kingdom und das Lava Kingdom, das Tropical Kingdom, das sind auch noch alle Königreiche, auf die ich mich freue. Auch das Snow Kingdom, aber wir haben so wenig davon gesehen, dass meine Freude noch nicht richtig aufkochen kann auf die Königreiche jetzt bezogen, Leute. Ansonsten schreibt mir eure Top-Liste, Top-Liste in die Kommentare, wenn ihr das gefallen habt. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr euch das Video abonniert, kommentiert. Also, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Theo.